prima, meine Damen und Herren. Mit 4 Minuten Verspätung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Zukunftsgespräch hier auf dem Forum Handwerk Digital. Und natürlich gilt mein Gruß auch wieder an die Online-Community draußen in der großen, weiten Welt. Wir beschäftigen uns jetzt mal eine Stunde lang mit einem, glaube ich, für Sie ganz interessanten Thema, weil wir die These aufgestellt haben, so werden Handwerksunternehmer zu Gestaltern ihres eigenen digitalen Wandels. Und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Und Dennis, kannst du mir gerade mal eins weiter drücken? Nee, kann ich nicht. Ich befürchte es auch. Ah, sauber. Digitalisierung. Und Sie sollten auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ich stelle Ihnen, bevor ich Ihnen das Auditorium näher bringe, den Moderator, den Dennis Jäger vor, der Chefredakteur der SPZ ist, dem führenden Fachmagazin im SHK-Handwerk, arrivierter Journalist, Experte, Profi, hat nur heute, das sehen Sie ihm an, ein ganz, ganz großes Problem. Ich muss den Finger in die Wunde legen. Er hat heute sein Handy im Zug liegen lassen. Also das ist ein dramatisches Thema, das können wir im Nachgang thematisieren. Aber freue mich sehr, Dennis, dass du hier mit dabei bist. Danke. Der Herr, der da auf der anderen Seite spricht, das ist der Andreas Fischer. Der Andreas ist Geschäftsführer der G&F Verlags- und Beratungs-AG. Er macht im Grunde nichts anderes, wie kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Außerdem hat er sich selbst die 3 Buchstaben EFD zugesprochen. Das steht für Enthusiast für Digitalisierung. Und warum er das ist, erleben Sie jetzt. Vielen Dank, lieber Dennis. Aber das Wichtigste in dieser Runde sind natürlich die Experten, die hier sitzen. Sie sehen hier zu meiner Linken an zweiter Stelle den Wilhelm Schuster. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Richter und Frenzel. Und heute ist es mir viel wichtiger zu sagen, er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir hier gemeinsam zusammensitzen können. Mit dem Forum Handwerk Digital hat er eine Plattform geschaffen, die in dieser Form einzigartig ist. Dafür sagen wir erstmal Chapeau und vielen Dank, Herr Schuster. So, dann haben wir hier den Herrn Koch sitzen. Der Herr Koch ist schlichtweg ein sehr erfolgreicher Handwerksunternehmer, der im SHK-Handwerk seit vielen Jahren unterwegs ist und er sagt von sich, er ist ein Premium-Digitalisierer. Also er weiß, wovon er spricht und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier mit dabei sind. Links außen, herzlich willkommen, lieber Veit Brücker von der uns Ihnen allen bekannten Firma Salesforce. Bitte um Handzeichen. Wer kennt Salesforce? Veit, Handlungsbedarf. Da drüben lernen Sie Salesforce kennen. Es ist eigentlich der Pionier im Cloud-Business, die größte Cloud-Company der Welt. Ich freue mich außerordentlich, dass er heute hier ist und uns mit seinen Kompetenzen bereichert. Last but not least sitzt hier der Jan Rodig. Der Jan Rodig ist Managing Partner der Tresmo GmbH. Und die Jungs, Jan, darf ich so sagen, die treiben die Digitalisierung gnadenlos voran. Sein berittes Thema Internet der Dinge, da kommen wir heute garantiert noch drauf zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan. Herr Schuster, Ihnen gehört das erste Wort als Gastgeber. Also es besteht ja eigentlich gar kein Zweifel dran, dass jeder Handwerksbetrieb sich mit IT schon auseinandergesetzt hat. Sonst würde deren Geschäft ja heutzutage kaum noch funktionieren. Die Frage ist aber, ob das, was die da draußen können und tun, ob das überhaupt noch ausreicht, um eine digitale Transformation zu vollziehen. Anders gefragt, sollte man nicht aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, die uns die digitalen Instrumente heute bieten, sein Unternehmen von Grund auf neu aufstellen? Also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage und es ist auch deswegen eine wichtige Frage, weil es ja nicht nur auf Handwerksunternehmen zutrifft, sondern auf alle Unternehmen. Ich glaube selber, ich komme ja von einem Großhandelsunternehmen, das ich leiten darf, ich glaube selber, dass uns die Handwerker da heute sehr viel voraus haben, weil sie eigentlich sehr viele Dinge heute schon machen, die wir noch lernen müssen. Zum Beispiel das dezentrale Arbeiten, das Flexibelsein. Also wir haben ja doch noch sehr viele unserer Arbeitsabläufe, die sind stationär, die sind wirklich um einen traditionellen Arbeitsplatz rum. Das haben sie ja weniger. Sie mussten ja schon seit jeher flexibel sein.
Aber um konkret auf die Frage einzugehen, ja, weil ich glaube, ein sehr schlechter Prozess, ein katastrophaler Prozess abgebildet in der digitalen Welt wird ein katastrophaler digitaler Prozess. Und das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Also ich glaube schon, dass die Arbeitsabläufe in einem Unternehmen, egal welcher Größenordnung und damit auch in jedem Handwerksunternehmen generell mal neu strukturiert werden müssen. Da gibt es ja auch zahlreiche Beispiele dafür. Es gibt exzellente Unternehmen, die das können. Und erst dann sollte man weiter über die Digitalisierung nachdenken. Wenn man natürlich jetzt in anderen Feldern der Digitalisierung geht, zum Beispiel auch Kundengewinnung, dieses Verhältnis zu den Lieferanten, das Verhältnis zu den Lieferanten, da bin ich dann schon nicht so radikal, weil da, glaube ich, haben wir schon recht gute Prozesse, wie wir gemeinsam an Leads kommen. Und natürlich, Neuaufstellen ist immer gut, aber ich glaube, das Thema müsste man anders betrachten. Vielen Dank. Herr Brücker, ich gehe mal einen Schritt runter, dann sind wir auf Augenhöhe. Es wird jetzt kompliziert. Ich verstehe nicht, dass viele Handwerksunternehmer nicht verstehen, dass ihre eigene Digitalisierung keine Frage von Technologie ist, sondern eigentlich von Geschäftsinteressen getrieben sein müsste. Verstehen Sie das? Teilweise. Erstmal vielen Dank für diese Frage, die stelle ich mir auch sehr oft. Und zunächst müssen wir uns als Technologieanbieter mal die Frage stellen, wie wir uns auch dem deutschen Mittelstand gegenüber aufstellen, ja, um auch mal so eine Doppelantwort zu geben. Digitalisierung, was bedeutet das denn heute? Ja, oft ist es technologisch getrieben. Der Mittelständler hat Zugang zu vielen Informationen. Wir als Technologieunternehmen gehen diese Unternehmen an mit Software, ja, mit Programmen. Und letztendlich treiben wir diese Kunden auch vor uns her. Am Ende des Tages geht es aber darum, sich aufzustellen in einer neuen Welt, zu reflektieren, wie heute Konsumenten sich verhalten in einer digitalen Welt. Privatpersonen sind oft schon sehr weit. Jeder von ihnen hat eventuell auch ein Tablet zu Hause, möchte gar nicht mehr in die Etage nach oben gehen und seinen Rechner hochfahren, sondern spart sich da eher die Zeit, möchte bequem und schnell Antworten haben auf Fragestellungen im Hier und Jetzt. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich jenseits der Technologie mit dem Veränderungsprozess, der in der Gesellschaft stattfindet, auseinandersetzt. Und daher ist es wesentlich, auch mal 1-2 Jahre nach vorne zu schauen und sich die Frage zu stellen, wie bin ich denn da noch positioniert in der Zukunft? Bin ich da noch Teil der Wertschöpfungskette etc.? Da möchte ich kurz einmal nachhaken. Sie als großer Anbieter von einer Software, kann es sein, dass Sie manchmal Ihre Kunden, sprich die Handwerksbetriebe, auf der Autobahn auf der linken Spur überholen, weil die einfach mit den ganzen Neuerungen und Anforderungen, die sie haben, nicht mitkommen, die dann irgendwo auf der mittleren oder auf der rechten Spur langsam dahin zuckeln? Das ist eine sehr interessante und richtige Frage. Salesforce ist 1999 gegründet worden, ja, mit 3-4 Mann. Die ersten Kunden von Salesforce waren kleine mittelständische Unternehmen, 2-Mann-Unternehmen, 10-Mann-Unternehmen. Mittlerweile sind wir ein Unternehmen, wir sagen immer, wir sind ein Start-up mit 25.000 Mitarbeitern weltweit. In Deutschland haben wir in etwa 350 Mitarbeiter. Wir sind sehr stark gewachsen, sind momentan bei allen DAX-Unternehmen vertreten, aber unser Herz steckt trotzdem bei den kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das Bild, was wir durch unser starkes Wachstum aber heute abliefern, ist eher das einer SAP, wobei man uns wirklich da nicht vergleichen kann. Und mit dieser Bürde, will ich mal sagen, laufen wir momentan auch rum. Aber unsere Historie, gar nicht lange her, ist doch die der kleinen Betriebe. Schaut zu mir, ich werde ganz unruhig, lieber Veit, ich werde ganz unruhig. Ich wackel schon mit den Beinen, ich muss eine Frage ans Publikum stellen. Wer von Ihnen schaut 2 Jahre voraus? Mit dem Handzeichen, schnell. Okay, Veit. 2 Jahre vorausschauen, das ist ja klar, Steilvorlage, lieber Herr Koch. Wie schaut es in Ihrem Unternehmen aus? Ich habe Sie ja profund angekündigt als den Digitalisierer schlechthin. Wie weit schauen Sie voraus?
Wie gehen Sie dieses Thema insbesondere an, wenn ich auf Ihrer Webseite unterwegs bin? Bad und Heizung, Herr Schlattmann, sollen wir hier für Sie auch entsprechend erwähnen, hiermit auch getan. Stichwort Angebot in 3 Minuten auf Ihrer Webseite habe ich da gesehen. Online-Termin vereinbaren, responsive Website. Trotzdem, sind Sie 2 Jahre voraus oder sind Sie jetzt erst angekommen? Also vom Prinzip würde ich mal sagen, sind wir vielleicht 1 Jahr voraus. Vorteil ist natürlich, wenn man relativ klein ist, also wir sind ein Betrieb mit 14 Mann, wir können relativ schnell reagieren. Das ist auch, was Sie gerade schon gesagt hatten. Hauptproblem ist eigentlich, die meisten Digitalisierungsgeschichten sind auf größere Firmen ausgelegt. Deswegen wird man oft nicht abgeholt. Da muss man wirklich dann selber von sich aus sagen, wir machen das jetzt, und man kann als kleiner Unternehmer aber wirklich sehr schnell und sehr gut agieren, sag ich mal. Ja. Wir können wirklich, also vom Prinzip, ich sag mal, 1 Jahr sind wir locker voraus. Wir arbeiten jetzt seit circa 4 Jahren nur noch mit iPads beim Kunden, digitale Unterschrift, digital die Bilder alles zurück, und es kommt sehr, sehr gut an. Also der Kunde, der nimmt es wirklich entsprechend wahr. Die Monteure hatten anfangs Angst, dass die Kunden meckern, und gibt es eigentlich überhaupt nicht. Also es ist wie beim Paketdienst, wird nachher unterschrieben, alles gut, der Kunde kriegt sofort seine Rechnung, er ist einfach zufrieden. Also wir können da natürlich schon noch in die Tiefe gehen. iPad, gut, iPad finde ich schon mal klasse. Lass uns ein Stück weiter in die Tiefe gehen. 14 Mitarbeiter, 1 Jahr voraus. Welche Rolle spielen da die Mitarbeiter? Wie binden Sie denn Ihre Mannschaft ein? Punkt 1. Und Frage 2, inwieweit sind die sogenannten digitalen Innovationsprozesse Teil des Tagesgeschäfts oder sind sie es gar nicht? Also vom Prinzip sind sie Teil des Tagesgeschäfts. Also die kriegen generell ihren Auftrag mobil übermittelt, können dann auch schon, das können wir in circa 1 Woche, können die schon mal schauen, was wurde davor gemacht. Sie können die Rapporte von davor sehen, die können die Bilder sehen, was wurde beim Kunden gemacht. Ich sag mal, bei einer Heizungsanlage, es gibt irgendeinen Störungsfehler. Ich kann halt gucken, was hat der Monteur davor gemacht. Und ich habe halt einfach Möglichkeiten. Der Kunde sieht es halt auch. Ich muss nicht von null anfangen, ich muss nicht Büro anfangen, nachfragen, zu gucken, zu tun, zu machen. Ich habe alle Informationen sofort, und das hat ein riesiges Potenzial, was wir vorher überhaupt nicht hatten. Also das ist existenziell. Also das hat schon einen Grund, warum ich so ein bisschen dezidierter nachfrage, weil ich baue meinen Übergang zu Jan auf. Und Jan möchte ich eigentlich fragen, dass es, oder zunächst mal mit der Aussage konfrontieren, dass es garantiert viele Unternehmungen, Unternehmer gibt, die möglicherweise nicht so ganz digital affin sind wie der Herr Koch. Bin ich fest davon überzeugt. Sie ausgenommen, selbstverständlich. Sie sind alle digital affin, sonst würden Sie hier nicht sitzen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, auch die Experten, dass die Digitalisierung kein Hype ist, und wir sind uns alle einig, dass sich sehr viel verändert. Deshalb ist es doch, Jan, eigentlich unumgänglich. Der Herr Koch sagt, er ist 1 Jahr voraus, Veit sagte 2 Jahre vorausdenken, dass sich die Entscheider, also die Unternehmer mit dem Umfeld ein ganz, ganz hohes Maß an digitaler Kompetenz aneignen. Warum, glaubst du, zögern da viele Unternehmen? Und wir lassen die Ausrede nicht gelten, ich habe keine Zeit, die Auftragsbücher sind voll, wir haben keine Mitarbeiter, ich muss alles selbst machen. Also warum? Warum zögern und zaugern die? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Leute, die wie wir so tief in der Digitalisierung stecken, die fragen sich das wahrscheinlich jeden Tag. Warum geht da nicht viel mehr und warum bewegt sich da nicht viel mehr? Muss sagen, jetzt durch die Presse der letzten Jahre, dadurch, dass es so in der breiten Presse war, hat sich ja schon vieles getan. Als ich vor 5 Jahren gesagt habe, dass wir Dienstleister für Digitalisierung sind, da haben viele noch gedacht, ach so, sie scannen also Dokumente ein und dann haben wir die als PDF. Muss man immer ein bisschen gerade rücken. Aber trotzdem gibt es noch sehr viel zu tun, und ich glaube, im Wesentlichen sind es 3 Sachen, die dazu führen, dass man einfach dieses Thema noch nicht so auf der Agenda hat. Zum einen ist es der Punkt einfach, dass die digitale technologische Entwicklung, dass die sehr, sehr stark exponentiell stattfindet, also eigentlich viel schneller, als wir uns vorstellen können. Das hat ja damals schon der Moore, der Mitgründer damals von Intel, gesagt, dass sich quasi irgendwie die Rechenkapazität alle 1 bis 2 Jahre halt bei gleichen Kosten verdoppelt. Und es ist für uns irgendwie, die wir im linearen Zeitablauf leben und es ist Tag, Mittag, Abend und dann wieder Tag, Mittag, Abend, das ist halt einfach wahnsinnig schwer vorstellbar. Und schönes Beispiel dafür ist immer, Sie haben wahrscheinlich alle ein Smartphone hier in der Tasche. So vielleicht. Nicht alle hier haben ein Smartphone in der Tasche. Zumindest. Dennis. Mit 60 Gigabyte Speicher, da hätten Sie, 1980 hätten Sie dann noch 60 Millionen Dollar alleine für den Speicher, für den Rest des Smartphones mal abgesehen noch bekommen. Und heutzutage sind diese paar Gigabyte irgendwie ein paar Cent wert, also gar nichts quasi. Das dazu. Der zweite Punkt ist, glaube ich, ein Schlagwort, was man sehr häufig liest, Disruption. Heutzutage irgendwie immer als Synonym für Innovation oder irgendwas ändert sich, missbraucht.
aber eigentlich 1997 von Clayton Christensen, von dem Harvard-Professor, gerade für Innovationen definiert, die eben erstmal nicht in dem spannenden Marktsegment sind, sondern eigentlich in irgendwelchen Randsegmenten mit Technologien, die erstmal alle belächeln und sich dann langsam nach oben arbeiten. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass viele einfach sagen, Mensch, das geht uns doch gut und was soll da kommen? Und belächeln eben diese Technologien und irgendwann sind sie dann im Massenmarkt, sei es jetzt MP3 oder was es auch alles an Technologien gab. Und der dritte Punkt, der ein bisschen darauf einzahlt, selbst wenn man die Sachen verstanden hat, ist es einfach wahnsinnig komplex. Das sehen wir als Berater jeden Tag. Muss man irgendwie sich über Strategie Gedanken machen, da gibt es neue Wettbewerber. Zum Beispiel eine Fissmann hat jetzt irgendwie zu tun mit einem Google oder mit einem Apple, die jetzt plötzlich irgendwie Smart Home Plattformen anbieten und plötzlich eine BSH und eine Miele. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage und dann von Organisation, Kulturwandel und so weiter ganz zu schweigen. Eigentlich ist ja der Moderator wieder dran, aber eigentlich, Herr Koch, müssten Sie jetzt aufspritzen. Ist es denn komplex? Weil Sie müssen jetzt die Fahne hochhalten. Ist es komplex? Also es ist schon sehr komplex, aber ich sag mal, man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren. Das ist halt in allen Bereichen, das ist halt auch noch das Hauptproblem, weil sehr viele Insellösungen da sind. Es gibt kein übergeordnetes System. Ich denke, das ist auch das, wo viele noch dran verzweifeln. Aber jeder muss halt für sich schauen, was benötigt er, packt sich sein Paketchen, sage ich mal, und dann geht's voran. Also gibt nur den Weg nach vorne. Was benötigt er und dann geht's voran? Aufschreiben bitte, Dennis. Herr Schuster, ich runde mal ab. Die Digitalisierung verändert Geschäftsprozesse. Eigentlich müsste sich jedes Unternehmen doch so ein Zukunftsbild malen, wie es aufgestellt sein will, ähnlich wie der Herr Koch. Aber was passiert, wenn das eben nicht geschieht? Was passiert mit Ihren Kunden, die das nicht schnell genug oder gar nicht angehen, das Thema? Ich glaube, bei den Kunden wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Es wird Kunden geben, die werden ultra innovativ sein. Es wird sehr frühe Adaptoren geben, wie Sie, glaube ich, auch sind. Da geht's jetzt gleich voll ab. Es wird andere geben, die werden sehr erfolgreich folgen. Es wird mehr Spezialisten geben. Und es wird auch viele geben, die da einfach nicht mehr dabei sind. Ich glaube, das ist eben der Unterschied im Handwerk zu anderen Geschäftsmodellen. Die werden natürlich auch sehr lange noch gut dabei sein. Aber ich glaube schon, dass es in einem sehr langen Zeitraum, ich sag mal 10 Jahre plus, mein Stichwort war da, Spreu und Weizen werden sich trennen, da wird es passieren. Möchte ich kurz vertiefen. Wenn Sie sagen, es wird Unternehmen geben, die nicht mehr dabei sind, schließen die ihren Laden ab und machen zu? Ich meine, die werden andere Tätigkeiten machen und die werden, also das ist ja unsere Sorge, die werden sicherlich dabei sein, aber nicht bei der Digitalisierung dabei sein. Und das heißt halt bei uns, also in unserem Geschäft als Händler, aber auch in Partnerschaft mit unseren Handwerkern, wenn man nicht dabei ist, dann bedeutet das weniger Wertschöpfung, weniger Marge. Also ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Also wenn, bei den Endkonsumenten wird es immer mehr die Natives geben, die investieren, die in Bäder investieren, die in Heizung-Innovationen investieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 10 Jahren Kunde, der nicht auf eine entsprechende Informationsplattform, wo auch immer trifft, ein Endkunde, der wird sich mit einem Handwerker nicht mehr identifizieren können, der ihm dann einen Katalog schickt, sage ich mal, oder der mal so vorbeikommt. Also das ist meine These. Die Natives, wie die immer so schön heißen, das werden Konsumenten werden. Und heute kauft man vielleicht noch kaufen sehr viele Leute Kleidung etc. im Netz. Und in 15, 20 Jahren werden sehr viele Leute handwerkliche Dienstleistungen etc. im Netz kaufen. Und da meine ich eben, wer da nicht dabei ist, ist dann schon noch dabei, so komisch sich das jetzt anhört, aber eben nicht bei hoher Wertschöpfung und bei hoher Beratungsleistung. Das geht, aber wir merken immer, wenn man, das ist ja bei uns auch so, als Händler, wir machen ja auch Vorverkauf etc. Also wenn wir nicht vorne dran sind, das geht auf die Marge. Also man kommt schon durch, aber man kriegt nicht mehr die Preise, die man eigentlich kriegen will und kriegen sollte. Und man hat ja auch Kosten, klar. Veit, ich weiß nicht, ob wir den Herrn Schuster jetzt desillusionieren sollen, aber er hat einmal das 10 und 15 Jahre gesprochen. Wie schätzen du die Situation ein? Du bist ja auch an der Front, du bist mit ein Treiber der Digitalisierung bei dem Megatechnologieunternehmen. Ist das Zeitfenster real? Vielleicht geht es sogar noch schneller. Ja, das, ja, also ich sage es mal diplomatisch formuliert. Gott sei Dank hat er vielleicht gesagt. Wir sind ja auch Gast hier, insofern. Nee, aber ich kann dir nur zustimmen. Also man sieht ja schon dramatische Veränderungen heute, auch im realen
leben. Also es gibt jetzt auch neue Studien, dass wir bis 2020 ca. 73 Milliarden vernetzte Geräte haben werden weltweit. Ja, da spricht der Heizkessel übers Internet mit irgendjemanden und sagt, Mensch, ich muss mal wieder gewartet werden. Dieser irgendjemand wird ein Handwerker in dem Bereich sein. Der Heizkessel guckt jetzt nicht in den gelben Seiten nach. Der Heizkessel von Weiland schaut vielleicht dort nach, wo er soll. Und Weiland wird es bestimmen. Weiland hat den programmiert. Das heißt, es werden Handwerker sein, die qualifizieren, sich daran zu partizipieren. Am Ende des Tages muss aber auch die Information zu diesem Handwerker kommen. Die kann technologisch nur dahin fließen, wenn sie auch technologisch in der Lage sind, diesen Impuls aufzunehmen. So einfach ist das. Es ist absolut einfach. Ich danke dir für die Steilvorlage, weil ich spreche jetzt den lieben Jan an mit der offensiven Aussage Butter bei die Fische. Da haben wir uns eine Frage ausgedacht, die lautet, dass ich insbesondere mir wünsche, dass jeder Unternehmer sofort, Betonung liegt auf sofort, beginnt, seine bestehenden, ich spreche jetzt ganz langsam, seine bestehenden Kompetenzen mit den neuen Werten und Erfolgsmodellen der digitalen Welt zu verbinden. Und jetzt kriegst du die Epochalfrage. Wie? Das waren jetzt viele Schlagworte in einer Frage. Ich versuch's mal. Die letzten Tage habe ich dazu immer einstündige Vorträge zugehalten. Ja, das ist die Herausforderung, die es hier gilt zu lösen. Würde wahrscheinlich jeder einschlafen, wenn ich damit anfange. Na, bitte nicht. Ja, ich glaube, das Wie ist tatsächlich die große Frage, vor der viele Unternehmen jetzt stehen, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen und sagen, okay, wir haben verstanden, Digitalisierung ist wichtig, da müssen wir was tun. Sicherlich gibt es ja nicht so diese Lösung, die für alle passt und dieser eine Ansatz, den jeder folgen kann. Ich glaube, ob ich jetzt Handwerker bin oder im Handel oder Hersteller, habe ich ganz, ganz andere Herausforderungen und Themen. Also wir haben da so einen bewährten Ansatz über die Jahre entwickelt in 50 Projekten, so mit 5 Schritten, dass man mit der Strategie mal anfängt und sich überlegt, wer sind eigentlich die neuen Wettbewerber, was machen die alten Wettbewerber, was wollen eigentlich die Kunden, wie ändern sich die Wertschöpfungsketten, da gibt's ja unglaublich viel, was sich da tut. Und daraus abgeleitet kommt man dann eigentlich meistens zu 5 Werthebeln, also man kann effizienter werden, man kann seine Produkte aufwerten, wenn man denn Produkte herstellt, man kann mit Big Data bessere Entscheidungen treffen, man kann sich über sein Geschäftsmodell Gedanken machen und einen habe ich, glaube ich, vergessen, ne? Was fehlt's, oder? Ja. Von vier, ja. Aber Jan, das Interessante ist, ich übersetze es jetzt mal und finalisiere es, weil du hast ja verschiedene Argumente benutzt. Am Ende des Tages geht es darum, machen Sie sich einen Überblick, wo Sie stehen. Damit geht es eigentlich los. Du hast Argumente genannt. Und jetzt bringe ich natürlich, lieber Herr Schuster, das nächste unter. Machen Sie den Richter und Frenzel digitalen Reifegradcheck da vorne am Stand. Dann haben Sie zumindest schon mal einen Status quo, wo Sie stehen. Dennis Koch. Jetzt haben wir immer so über Möglichkeiten gesprochen. Aber was war denn bei Ihnen der eigentliche Treiber, dass Sie angefangen haben, Ihren Betrieb durchzudigitalisieren? Also der Haupttreiber war natürlich, dass wir in Arbeit untergegangen sind, wie halt die meisten Firmen. Und das ist halt relativ gefährlich. Man sagte mir, ich habe viel Arbeitsvorlauf. Ich komme halt auf dem Teufelskreis nicht raus. Also wir haben auch in dem Moment, wo bei uns eigentlich die meiste Arbeit war, haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Lagerorganisation. Dann haben wir die Digitalisierung hinterher gemacht. Also einmal Lager digital in eine Dropbox gestellt. Die Monteure konnten unterwegs ausschauen, welche Teile haben wir da, was haben wir nicht da. Haben dann die Geschichte auf die iPads gebracht, alles. Ja. Und anders geht es eigentlich gar nicht mehr. Also wir können es uns nicht mehr ohne vorstellen. Es ist immer ganz lustig, wenn wirklich ein Außendienstler zu uns kommt, der schaut sich dann das Lager an und guckt erstmal. Ja. Und für uns ist das aber ganz normal, weil es halt tagtäglich mittlerweile ist, ja. Seit 2-3 Jahren mindestens. Und da sieht man aber trotzdem, welche Augen gemacht werden. Und ja, man muss es halt einfach angehen. Und das ist so ein riesiges Potenzial, das so Kleinigkeiten. Ich sag mal, der Kunde ruft an, die Nummer ploppt auf und ich begrüße ihn halt mit Hallo Herr Müller. Ja. Das ist halt einfach so. Da geht das Kundendatenblatt auf, ich weiß, was wurde zuletzt gemacht und ja, der wartet nicht ewig in der Warteschlange und der fühlt sich halt abgeholt, sag ich mal. Und das muss ich halt in jedem Bereich einfach machen. Jo. Soweit also die Schnittstelle Handwerk zum Kunden. Herr Brückner, wo holen Sie denn Ihre Kunden ab? Eine gute Frage, wo holen wir unsere Kunden ab? Wir haben jetzt momentan die zunächst erstmal sehr gute Situation. Ich habe gelernt heute hier noch nicht, dass uns viele Kunden kennen. Wir sind derzeit Marktführer in einem Segment, das sich Kundenbeziehungsmanagement nennt. Das heißt, auch wir haben eine Digitalstrategie für uns. Wir haben digitale Werkzeuge, die wir selber nutzen. Unsere Mitarbeiter sind alle voll digitalisiert, wie man so schön sagt. Ich bin seit 7,5 Monaten in dem Unternehmen Salesforce tätig und
Vorher war ich mehrere Jahre in der Beratung, Technologie- und Strategieberatung tätig. Und glauben Sie mir eins, ich kam fast mit dem Speed nicht mit, den Salesforce da vorgibt. Ja, man muss sich sehr daran gewöhnen. Ich kann mein ganzes Geschäft heute über mein Smartphone steuern. Und diese veränderte Kommunikation hat mich persönlich auch vor eine Herausforderung gestellt. Ich musste mich da auch eher anpassen. Und das ist auch ein Stichwort. Sich zu adaptieren und anzupassen ist gar nicht so einfach. Ja, und da habe ich auch großen Respekt vor traditionellen Unternehmen. Wir arbeiten mit vielen Familienunternehmen zusammen. Dieser kulturelle Wandel ist oftmals viel schwieriger zu bewerkstelligen als der technologische. Das sind eigentlich die Gründe, die Projekte dieser Art am ehesten scheitern lassen. Da möchte ich kurz möglicherweise nachhaken, beziehungsweise mich nochmal ins Auditorium hier richten. Du sagtest, man kann das ganze Unternehmen über das Smartphone steuern. Ich glaube, die Betonung sollte dann auf Steuern liegen. Also, Herr Koch, Sie lachen da, wir sind ja hier auf einer Bühne im Handwerk, wo am Ende des Tages die Hand auch noch ein wichtiges Werkzeug ist. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein muss Ihnen klar sein. Also verbinden Sie nicht den Gedanken damit, mein ganzes Unternehmen steuern, wer soll dann meinen Job vorne beim Kunden machen? Sondern es geht wirklich um Arbeitsabläufe, es geht um Dialog, es geht um diverseste Optimierungen, es geht um Kosten etc. Und das Thema Kosten, lieber Jan, das beschäftigt mich und garantiert Sie auch, weil diese Feedbacks bekomme ich in meinem Dialog mit vielen Unternehmen. Die sagen ja, alles schön und gut mit dieser sogenannten Digitalisierung, die wir hier versuchen, etwas aufzulösen. Aber wie sieht es da mit der wirklichen, Herr Koch, auch Komplexität aus? Er hat ja gerade drüber gesprochen, Jan. Und bleiben die Kosten im Griff? Also lohnt es sich oder muss man Angst haben vor der Komplexität und den höheren Kosten oder sagst du Augen zu und durch? Ja, würde ich widersprechen sozusagen. Kosten und Komplexität kann ich ja durch Digitalisierung eigentlich sehr gut reduzieren auch. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass gerade jetzt für einen Hersteller oder ähnliche Unternehmen, dass natürlich auch strategische Investitionen, die amortisieren sich sicherlich nicht so schnell, wie wenn ich hier so eine Halle mit LEDs ausstatte. Das geht sicherlich ein bisschen schneller. Das sind eben strategische Investitionen in die Zukunft und es kostet auch ein bisschen Geld. Aber ganz, ganz viele Dinge kann man ja machen, wo man Prozesse beschleunigt, wo man Kosten senkt. Haben wir zum Beispiel jetzt gerade irgendwie für BMW ein Tool fertig gemacht. Da hatten die weltweit ihr klassisches Marketing mit abgewickelt und haben irgendwie in 100 Ländern, hatten da ganz viele Leute mit zu tun, mit händischen Prozessen. Da haben wir jetzt irgendwie, hat sich, glaube ich, unser Projekteinsatz nach ein paar Wochen, glaube ich, amortisiert gehabt. Das kann man machen für Kreaton, für den Hersteller von Dachziegeln, haben wir ein internes Innovationsmanagement-Tool gemacht. Das lief alles vorher über Zettelboxen und naja, wie man sich das so vorstellen kann von der Admin, hat sich auch in kürzester Zeit amortisiert. Also gibt, glaube ich, man muss einfach nur wissen, wo die Ansatzpunkte sind und die Hebel und da kann man mit Prozessen sehr viel machen. Herr Koch, Sie nicken, dass Sie sozusagen bewusst in der Mitte sitzen, ist ja klar, sozusagen als Mann aus der Praxis. Wie war es bei Ihnen? Steigende Komplexität? Ja, nein, Kosten? Im Griff, was die Investitionen in Technologie betrifft, ist es skalierbar oder ist es nicht skalierbar? Also anfangs hat man natürlich Angst vor den Kosten, ganz klar. Wir haben jetzt als Beispiel zum Beispiel unsere Lagerorganisation, hat alles über allem, ich sag mal 45.000 Euro gekostet, haben wir aber innerhalb von einem Jahr reingeholt. Also das ist einem teilweise echt nicht bewusst, ja, was da an Potenzial drin steckt und mittlerweile alle ziehen mit, das wird einfach gemacht. Ja. Das, jetzt werden auch Vorschläge angenommen, aber die Leute müssen mitmachen, das muss einfach funktionieren. Ja. Aber ich habe generell immer einfach Angst vor den Kosten. Ich denke, das hat jeder. Ja. Also da sind halt auch viele Beraterkosten dabei, also alles über allen wirklich dann gerechnet. Aber es kommt sehr, sehr schnell wieder bei raus. Ja. Und alles, was wir jetzt an Digitalisierung machen, sind wir jetzt auch nochmal im Bereich, sag mal, 30.000, 35.000 Euro netto. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens nach anderthalb bis zwei Jahren auch wieder raus haben. Aber dann halt viel wirtschaftlicher sind, beim Kunden viel besser agieren können. Also das heißt ganz klar, Digitalisierung ist nicht kostenlos, meine Damen und Herren. Alles kostet Geld. Ihre Aussage ist auch dahingehend sehr wichtig. Ein bis zwei Jahre haben wir es wieder raus. Aber ich glaube auch,
Sie nannten auch Beratungskosten. Sie müssen ja selber Ihr Know-how verbessern. Sie müssen ja, vor allen Dingen, es entstehen ja auch Kosten durch Ihre Zeit, wenn Sie nicht operativ sozusagen am Unternehmen beziehungsweise im, sondern am Unternehmen arbeiten, ist das natürlich auch ein Invest. Gar keine Frage. Dennis? Es kostet nicht nur Zeit. Ich behaupte mal, es kostet auch Nerven. Herr Schuster, was muss denn ein Handwerksunternehmer in seinem Betrieb für eine Kultur aufbauen, dass er auch jeden mitnehmen kann für den Wandel hin zu einem digital aufgebauten Unternehmen? Ich glaube, es fängt erstmal ganz einfach an. Also ich war, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war erschrocken. Ich war bei einem Forum zur Digitalisierung vor 2 Jahren. Das saß ich im Auditorium, also auf der anderen Seite. Und da ging es dann immer drum, da wurden also richtig Vorurteile geprägt. Also wenn man seinen Handwerkern, da waren ein paar Handwerksunternehmen da, die waren da total anti. Also die waren total anti, was jetzt den Einsatz von Smartphones etc. anbelangt. Und die waren eigentlich der festen Überzeugung, also wenn man jetzt einem Gesellen oder einem Meister ein Smartphone gibt, dass der da den ganzen Tag irgendwas macht damit, nur nicht arbeitet. Also dass der dann im Internet surft, dass der dann einkaufen geht etc. Und ich glaube, die Kultur, das merken wir auch bei Richter und Frenzel, wir ändern unsere Kultur, täglich, wir arbeiten an unseren Visionen und das trifft auch auf Handwerksunternehmen zu. Also die Offenheit und die Vertrautheit und das Vertrauen an Mitarbeiter, einfach das Vertrauen, ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Voraussetzung. Also es gibt, wir haben Kunden, die sind der Meinung, Smartphones sind Teufelszeug. Warum? Weil sie die Arbeitszeit reduzieren, die effektive. Warum? Weil der Geselle und der, wer das bekommt, dann halt das Ganze missbraucht. Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, überhaupt die Bereitschaft und die Mentalität. Eine andere Mentalität, die, glaube ich, sehr wichtig ist, ist auch diese Idee, dass man auch eine Fehlerkultur zulässt. Also dass man jetzt sagt, wir probieren es jetzt mal aus und was da gemacht wird, kann auch in die Hose gehen und dass man ja nicht so in der absoluten Sicherheit denkt. Also ich habe jetzt, neulich in einem Buch gelesen, das heißt so Digital Germany oder so ähnlich und da ging es darum, da wurde ein Beispiel genannt von Fissmann. Fissmann wurde ja auch hier schon mal als Beispiel genannt. Und der, ich kenne ihn nicht, aber der Herr Fissmann Senior, also praktisch der das Unternehmen zu einem Weltmarktführer und zu einem exzellenten Unternehmen gemacht hat, der hat eigentlich davon gelebt, dass er Fehler ausgemerzt hat. Also diese Null-Fehler-Kultur, auch gerade in einem Unternehmen, also wenn ein Fehler passiert oder auch wenn im Handwerksbetrieb ein Fehler passiert, dann ist es was ganz Schlechtes. Und ich glaube, dadurch, dass wir unsicheren Zeiten zusteuern, das haben ja alle hier gesagt, die sind, also wir können es gar nicht genau planen. Wir müssen einfach sagen, was kann schlimmstenfalls passieren. Und das ist mein zweiter Punkt, das ist diese Fehlerkultur, die wir, glaube ich, alle brauchen und die natürlich auch die Partner des Handwerks, da zählen wir uns dazu, auch noch benötigen. Und dann ist es, glaube ich, also es ist einfach die Idee, was kann schlimmstenfalls passieren. Ein dritten Punkt, den ich nennen möchte, das ist die, aus meiner Sicht, die andere Art der Kommunikation, die notwendig ist. Und es gibt Betriebe, da läuft es sowieso schon alles im Team und so weiter, aber es gibt Betriebe, die sind noch sehr, aus meiner Wahrnehmung, noch sehr hierarchisch organisiert. Und ich glaube, diese Idee, dass Wissen Macht bedeutet und dass der da oben im Kastel ist, dass der dann mehr wissen soll, muss, darf, als der da unten ist, das ist auch widersprüchlich zu diesen innovativen Ideen. Also ich sage als Fazit, es fängt bei der Kultur an, und es fängt auch bei der Bereitschaft an. Also es fängt hier oben an. Und das finde ich sehr gut. Sie haben das ja auch gesagt, dass Sie da Geld ausgegeben haben. Und das war ja auch Thema hier. Aber ich glaube auch, dass man dann auch mal sagen muss, naja gut, wir versuchen das möglichst gut zu machen, aber es kann auch mal in die Hose gehen. Und wenn es mal in die Hose gegangen ist, heißt ja noch lange nicht, dass es erfolglos war. Dann ist man gescheitert, aber gescheiter und los geht's, weiter geht's. Also diese Idee, dass es immer alles perfekt sein muss, das ist, glaube ich, und ein Handwerksunternehmen, um das noch zu sagen, lebt ja heute auch von seiner Perfektion und von dem Ausmerzen von Fehlern. Und das ist gut in der handwerklichen Leistung, in anderen Bereichen ist es nicht so gut. Herr Koch, ich wollte Ihnen zwar eine ganz andere Frage stellen, aber ich möchte anknüpfen, was der Herr Schuster gesagt hat.
Medientechnisch gibt es die Begrifflichkeiten wie Arbeiten 4.0 oder New Work, haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Kann man gar nicht vorstellen, dass solche Begriffe auch in einem innovativen Handwerksunternehmen sozusagen wirklich angekommen sind. Ich hoffe, Sie belehren mich jetzt eines Besseren, denn hinter diesen Begrifflichkeiten steckt ja wirklich eine andere Arbeitskultur. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem älteren Unternehmer, der sagte zu mir: Herr Fischer, ich sage Ihnen jetzt was, wenn ich nicht von morgens bis abends durch meinen Laden gehe und da hockt einer an seinem PC, dann schafft er doch gar nichts. So, das war eine unglaubliche Aussage und da war er nicht davon abzubringen. Aber die Arbeiten 4.0 oder die Veränderung der Arbeitskultur im Kontext der Digitalisierung impliziert doch eigentlich was anderes. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Man denkt es natürlich immer gerade im Handwerk, aber ich habe zum Beispiel auch einen Mitarbeiter, der ist bei mir mit im Büro und dadurch, dass der kann sich aufschalten, der kann von unterwegs aus was machen, der kann einfach Sachen sofort erledigen. Ja. Der schreibt sich nicht eine elendlange Liste und wenn er ins Büro kommt, arbeitet er sie ab, er macht das von unterwegs aus. Oder es muss schnell was bestellt werden, es muss was abgeklärt werden, der loggt sich bei uns ein, erledigt es und fertig. Wobei man natürlich aber trotzdem ein bisschen schauen muss, dass man das nicht zu exzessiv macht, sage ich mal. Die wollen auch irgendwann ihre Freizeit haben. Aber das ist zum Beispiel sie sollten auch. Weil das ist eine, der macht eher zu viel als zu wenig. Das ist auch nicht immer gut. Das ist immer, ja, also hat beides wieder zwei Seiten. Herr Brücker, wechseln wir mal zum Thema Informationen, was ja letztlich mit der Digitalisierung ganz eng verschmolzen ist. Informationen über Kunden, über Lieferanten stellen doch heute eigentlich den wertvollsten Besitz da, den ein Unternehmen hat. Egal wie groß es ist, wie viele Mitarbeiter es beschäftigt. Trotzdem ist das noch lange nicht jedem bewusst. Das können Sie jetzt ändern. Die Frage ist immer, wie entwickle ich meine Produkte und meine Dienstleistungen weiter? Auf welcher Informationsquelle? Ja, was läuft gut, was läuft schlecht, was sind Kundenfeedbacks? Nehme ich teil an diesen Gesprächen? Ja, es gibt Studien, die besagen, dass in den letzten 12 Monaten 90% aller heute verfügbaren Daten produziert worden sind. Von wem wird es produziert? Von Konsumenten. Konsumenten äußern ihre Meinungen in Blogs, in Foren. Sie schreiben über die Erfahrung von Produkten und Dienstleistungen. Sie informieren sich über Produkte und Dienstleistungen. Und oft sind die Unternehmen nicht Teil dieser Kommunikation. Und deswegen können sie auch nicht partizipieren an dieser Kommunikation und können auch entsprechend ihre Produkte und Dienstleistungen womöglich nicht passgenauer weiterentwickeln. Und daher ist es wichtig, Teil einer Informationsquelle zu sein, die sich offensichtlich verändert. Warum verändert sie sich? Wir haben im Jahre 2020, das ist eine offizielle Prognose, circa 6 Milliarden Mobilfunkgeräte. Und da sind noch gar keine anderen Geräte wie Wearables, ja, neudeutsch, Sachen, die mitleben, inkludiert. Also meine Damen und Herren, wir sprechen darüber, welche Macht die Information hat und insbesondere, wie Sie als Innovationsnehmer, aber auch als Geber von dieser Macht partizipieren. Immer eine Zwischenfrage für die Aufmerksamkeit. Wer von Ihnen nutzt Google Alerts? 1, 2, 3, 4, ich bedanke mich außerordentlich. Es ist eine Minderheit. Für all diejenigen, die das nicht tun, sollen Sie einfach mal ausprobieren, um sich möglicherweise auf ganz einfache Art und Weise auf ein Zeitfenster, das Sie bestimmen, die Informationen, die Sie interessieren, sich von Google zuschicken zu lassen. Es ist wesentlich interessanter als wesentlich interessanter wie ein Print-Tool. Ich bin ganz vorsichtig. Man ist auf jeden Fall tagesaktuell und damit beginnt das Spiel eigentlich. Damit werden Sie entsprechend, hoffe ich zumindest, neugieriger. Also aufschreiben, Google Alerts ist der Einstieg, um Informationsnehmer, aber auch Geber zu werden, meine Damen und Herren. Im Übrigen müsste Ihnen Folgendes aufgefallen sein. Wir haben versucht, bei diesem Themensetup, bei dieser Gesprächsrunde weitestgehend
auf die Technologien zu verzichten. Also wir haben gar nicht so viel über Technologie gesprochen, aber jetzt muss ich doch tun, lieber Jan. Weil wir reden etwas über das Bewusstsein. Sie müssen dafür gewappnet sein, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Wir thematisieren hier die Struktur, wie Sie das Thema angehen. Aber ohne Technologie geht es halt am Ende des Tages auch nicht. Da drüben gibt es übrigens viele sehr interessante Technologiepartner zu diesem Thema. Aber jetzt zu dir, Jan. Wir haben noch nicht über die Cloud gesprochen. Dort werden Anwendungen und Daten unabhängig vom Standort der Nutzer bereitgestellt. Sie sind somit nicht mehr an ein bestimmtes Endgerät oder an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Da könnte man sich die Frage stellen, ist das explizit fürs Handwerk Fluch oder Segen? Ich hoffe, du gibst die richtige Antwort. Segen natürlich. Ja. Das habe ich mir natürlich gedacht, war nicht abgestimmt. Ja, also wir programmieren schon seit vielen Jahren eigentlich nur in der Cloud, unter anderem auf einer Plattform, die aus dem Hause von Herrn Brückner kommt, ganz begeistert. Und am Anfang hatten auch unsere traditionellen Unternehmenskunden da noch einige Schwierigkeiten mit, aber mittlerweile sind da auch Kunden von uns wie Vilo, Fissmann, die sind da alle drauf und haben da auch keine Probleme mit. Und für den Handwerker, um auf die Frage zurückzukommen, ist es ja eigentlich ein Segen, weil dadurch kann ich sicher und relativ schnell und kostengünstig Anwendungen zur Verfügung stellen, die heute, glaube ich, viele nicht mehr missen wollen. Also sei es das CRM-Tool aus dem Hause Salesforce oder sei es ein Maschinen- oder Werkzeug-Tracking, wo ich weiß, wo dann meine ganzen Werkzeuge sind. Sei es eine Sales-App, die ich draußen nutzen kann, wo ich vom Hersteller schön die Informationen drin habe. Also, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung, wenn wir nicht mehr alles auf unserem Windows-Rechner irgendwie installieren müssen mit der Diskette. Ne? Sollen wir mal die ganz brutale Frage stellen, wer hier zumindest Dropbox nutzt? Wer nutzt Dropbox? Wow, danke. Unter 50%, meine Damen und Herren. Ich wollte noch eine Zusatzfrage stellen. Eigentlich, Veit, ich weiß gar nicht, ob sie dein Beritt ist. Und eigentlich wollte ich sie nicht stellen. Ich stelle sie doch. Weil Cloud, oh, Sicherheit, Angst. Einfach zwei Sätze zum Thema Cloud und Sicherheit. Wer nicht, wenn du kannst es sagen. Sehr gerne, sehr gerne. Kleine Anekdote. Vor 3,5 Jahren, wenn ich da Kunden besucht habe, auch in der Beratung, ich war Cloud-Berater, ja, ich war Salesforce-Partner. Vor 3,5 Jahren war jeder, der die Tagesschau geschaut hat, war Datenschutzrechtler und Sicherheitsexperte, weil Edward Snowden in der Tagesschau ständig war. Das Thema haben wir heute gar nicht mehr. Wir waren letztens in einem interessanten Gespräch mit einem Mittelständler, der sagte mir, ja Mensch, Herr Brücker, früher standen meine Daten im Telefonbuch. Ja, heute meckert jeder, weil er irgendwo in der Cloud irgendwo sein möchte. Ich verstehe das alles nicht. Für mich macht es Sinn. Ich vertraue auf Ihre Technologie. Wir haben entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Sie können reinschauen. Sie investieren sehr stark. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist eines der wesentlichen Themen. Aber das Beispiel mit dem Telefonbuch. Das hat sich bei mir eingeprägt. Ja, früher gingen wir anders mit solchen Daten um. Herr Koch, sagen Sie mal, wie finden Ihre Kunden Sie eigentlich? Also wenn Sie sich kennenlernen, werden Sie sich wahrscheinlich gut finden. Aber ich meine, der Weg dahin ist ja recht schwierig. Heute googeln sich Verbraucher ihre Welt zurecht, wie sie wollen. Wo ist denn dann noch Platz für ein Handwerksunternehmen wie Ihres? Also vom Prinzip her werden wir hauptsächlich natürlich übers Internet gefunden. Also gerade über die Homepage, dann geben wir ja noch ein Journal raus. Das machen wir zweimal im Jahr normalerweise. Ist auch für, ja ich sag mal, für unsere Kunden 50 plus macht es auch Sinn. Die wollen auch was in der Hand haben. Also das ist eigentlich der Mix da draus, sag ich mal. Meistens sehen die das Journal, gucken dann auf die Internetseite und alle anderen machen wir auch über AdWords und so weiter, kriegen wir eigentlich die meisten Zugriffe. Ja, also wir hatten jetzt gerade, ich hatte mir einen Schlappmann gefragt, hatten wir glaube ich 2000 Zugriffe Monat, ist für unsere Größe eigentlich schon recht gut. Ja. Herr Brücker, nochmal zurück zur Macht der Daten. Der Begriff ist ja jetzt gerade eben so ein bisschen durch den Raum gewabert. Können Sie den nochmal konkretisieren? Da schließe ich mich an die Themen von gerade an. Das hatten wir gerade schon, glaube ich, ganz gut artikuliert. Letztendlich bringen mich aktuelle Daten, versetzen mich in die Lage, mich weiterzuentwickeln. Wenn ich disjunkt bin vom Markt, disjunkt bin von meinen Kunden und ich partizipiere an den Informationen, die mir geboten werden, dann kann ich mich selber und meine Produkte, meine Services nicht weiterentwickeln. Und oft gibt es ja auch diese ganzen Big Data Diskussionen und vor allen Dingen auch die ganzen Analytics-Themen,
Predictive Analytics schwebt ja auch überall. Bevor ich analysieren kann, um etwas zu erreichen, um etwas zu verstehen, brauche ich natürlich erstmal Daten. Und ohne diese Daten habe ich gar keine Chance, eine Analyse zu fahren. Herr Koch, wollen Sie uns verraten, welche Daten Sie so generell sammeln? Wir sammeln vom Prinzip her relativ viele Daten. Also ich sag mal, generell alles, was wir beim Kunden gemacht haben, also jeglicher Kundenverkehr, den wir haben. Der Kunde ruft an, sagt irgendwas, notieren wir alles. Weil ich sag mal, er meldet sich 2 Monate später, hat irgendwie ein kleines Problem gehabt, können wir gleich sagen, rufen Sie deswegen an. Ja, und der Kunde ist begeistert. Also alles, was wir aufnehmen und spiegeln es dann sofort wieder. Ja, die sagen meistens schon zu unseren Monteuren, fragen Sie doch mal im Büro nach. Das wird bei Ihnen bestimmt aufgeschrieben. Ich weiß es nicht mehr, wie, wo, was, aber Sie haben das bestimmt. Ja, also das kriegen wir mittlerweile sehr oft gesagt. Und der Kunde merkt halt auch einfach, wir notieren das alles. Und da gibt es halt auch weniger Fehler, ist einfach der Vorteil, weil das ist ja das Hauptproblem. Wir haben zu viel zu tun, es geht was vergessen. Ja. Gerade die ganzen Digitalzettel, die reinkommen, die haben dann immer einen Status abgeschlossen, nicht abgeschlossen. Und dann wird es aber sofort beim Kunden eingetragen, auf Wiedervorlage, so muss es halt sein. Ja. Wenn das irgendwo im Papierwust endet, habe ich keine Chance. Dann funktioniert es nicht. Ja. Also, aber die Kunden nehmen das wirklich sehr stark wahr. Da muss ich manchmal selber schmunzeln, wenn die dann sagen, schauen Sie mal, das haben Sie bestimmt. Ja. Herr Koch, glauben Sie, dass Sie durch das Datensammeln, ich möchte es mal salopp formulieren, sich einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten? Ich denke, das ist ein sehr großer Wettbewerbsvorteil. Weil wir können wirklich alles, wir haben jegliche Bilder, alles, was wir gemacht haben. Allein, ich sag mal, wir machen Badezimmer, wir machen Bilder der Rohinstallation, alles, was wir gemacht haben. Selbst wenn nach 10 Jahren Schaden auftritt oder irgendwas, ja, wir können sofort reagieren, wir können sagen, so war das, ja. Das wird alles gespeichert, wir passen drauf auf und muss halt in sicheren Händen sein. Ich muss halt auch einen Partner haben, der halt wirklich auch auf die Daten aufpasst. Das ist halt das Nächste. Da haben einige Kunden Angst, das merkt man. Ja, aber wenn man erklärt, wie man das sichert, dann passt das. Soll ich mal für Sie eine Frage ans Publikum richten? Ja. Wer von Ihnen sammelt Daten? 10%, danke. Also es geht mir einfach darum, Ihnen zu zeigen, was für ein Handlungsbedarf da ist. Ich möchte Sie nicht ärgern mit diesen Fragestellungen, aber es ist ganz interessant, um vielleicht darüber nachdenken zu können, Herrschaftszeiten möglicherweise muss ich an dieser oder jener Stelle entsprechend anpacken. Also wir haben jetzt vor, in den nächsten Minuten eine Schlussrunde zu machen, aber bevor wir, die dreht sich um dieses Zitat, das ich gleich nochmal ans Auditor, auch an die Gäste hier, an die Sprecher richten werde. Jan muss sich nicht drehen, ich lese es gleich nochmal vor. Aber ich möchte nochmal eine Abschlussfrage vor der Schlussrunde an den Herrn Schuster stellen, die eher eine strategische Dimension hat. Denn Richter und Frenzel hat sich ja wirklich aufgemacht, das haben Sie heute Morgen hier auch schon bei der Öffnung gesagt, das Handwerk beim Thema Digitalisierung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wie Worte Taten folgen, erleben wir hier schon, auf der Bühne, hier auf dem Forum Handwerk digital. Was erwartet uns denn als Nächstes? Also zunächst möchte ich sagen, ich glaube, wir haben hier ein ganz ambitioniertes Programm aufgestellt. Das ist ein guter Startpunkt. Wir werden das bewerten und wir werden diese Initiative fortführen. Wir werden auch vor Ort gehen. Wir werden dort direkt vor Ort mit unseren Kunden reden. Und wir werden die entsprechenden Angebote bereitstellen, dezentral. Also unser Geschäft funktioniert ja auch dezentral, aber auch mit weiterführenden Veranstaltungen und mit weiterführenden Initiativen. Und wir werden dann die Ergebnisse, die Gespräche heute hier und morgen sehr genau auswerten, mein Team und ich, und dann werden wir die nächsten Schritte definieren. Aber seien Sie versichert, Richter und Frenzel möchte im Handwerk und nicht nur fürs SAK-Handwerk mit dieser Initiative zu den Vorreitern in der Digitalisierung im Handwerk gehören. Vielen Dank, Herr Schuster. So, meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kurze Schlussrunde. Wir haben jetzt versucht, in den letzten knapp 55 Minuten die unterschiedlichen Aspekte, Effekte, Nutzwerte im Kontext der Digitalisierung zu diskutieren. Es hat mir bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Sie sehen hier, um was es hier ging, die Leitplanke dieses Gesprächs war, in diesem Zukunftsgespräch ging es darum, ob Sie, ob Handwerksunternehmen künftig wirklich alles digitalisieren müssen, was digitalisiert werden kann, Fragezeichen, ich will die Experten nicht beeinflussen, würde aber ein Ausrufezeichen hinmachen, bitte aber in der Reihenfolge beginnend mit Jan, da eine Antwort zu geben. Technik. Ne? Auf so eine Frage muss man eigentlich ganz klar antworten. Nee, nicht alles, was digitalisiert werden kann, aber alles, was sinnvoll ist und was sich rechnet. Danke. Ich mach's ganz kurz. Herr Schuster.
Ich habe ja schon ganz am Anfang auch ein sehr vorsichtiges Szenario an die Wand gemalt, weil ich halt einfach sage, unsere Kunden, die Handwerker sind sehr unterschiedlich in dem, was sie machen. Sie sind ein sehr innovatives Beispiel. Es gibt andere, ich möchte es aber gar nicht werten. Aber ich sage, bestimmt euer Tempo selbst und versucht aber möglichst schnell zu sein. Herr Koch? Also ich würde mich auch anschließen, es muss sehr viel digitalisiert werden, aber halt keinen Datenmüll erzeugen, weil auch da müssen wir unsere Monteure manchmal einbremsen, die könnten auch manchmal ein oder zwei Fotos machen, machen dann aber 20 und ja, ich sag mal, ich muss keine 10 Meter Rohrleitung fotografieren, die immer gleich bleibt und dann halt einfach nur in einem anderen Raum ist, ja, aber wir machen zum Beispiel von Messprotokollen, schreiben wir gar nichts mehr auf, einfach nur ein Bild und fertig und dann können wir es auch nachweisen. Also generell sollte man aber halt darauf achten, was man macht. Veit? Ich schließe mich an, wie das ist gesagt, wichtig ist, unterschätzen Sie nicht die Geschwindigkeit der Entwicklung. Bleiben Sie am Ball, Wettbewerbsfähigkeit ist extrem wichtig, nicht alles digitalisieren, das, was sinnvoll ist, aber starten Sie. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich möchte mich zunächst bei den Experten bedanken für die Ausführungen. Sie waren sehr informativ, haben uns einen besseren Einblick gegeben, nicht nur was ist, sondern auch was kommt. Ich würde mir wünschen, wenn Sie was draus machen. Ich bedanke mich auch im Namen, glaube ich, Dennis, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen bei Ihrer Digitalisierung und viel Spaß hier auf der RIFA. Vielen Dank. Dankeschön.